Ach stimmt, die Rezeptur kann ich ja nicht mitnehmen. Don, hast du noch was Neues? Lass dich nicht aufhalten. Scheinbar nicht. Verzeihung, mal gucken, ob wir jetzt hier... Ich glaube, ich penne jetzt erstmal echt bis zur Nacht. Und guck mal, ob ich dann hier vielleicht mal in der Schmiede was machen kann. Hoffen wir es auf jeden Fall mal. Der ist ja immer noch das. Ich glaube, ich muss echt nochmal zur Hafenstadt. Noch beschwert sich hier keiner. Was haben wir jetzt drin? Goldmünze, Ring und Witz. Lalala. Ah, jetzt ist hier mal Platz. Gut, danke. Ach, jetzt können wir doch mal dran. Gut. Ja, dann machen wir doch mal. Zwei Händer. So, jetzt ist natürlich hier der Amboss besetzt. Ah, doch, noch nicht. Aber wenn wir schon mal... Achso. Ja gut, dann machen wir halt erstmal die Runde hier. Und verkaufen ihm das Schwert dann gleich. Na, da, da. Wir machen hier einfach mal alles nach. So. Stumpfer Zweihänder und dann gehen wir gleich mal hier hin. Das ist halt echt nervig, dass die NPCs das immer so gerne besetzen. Theoretisch, aber wir machen einfach den Ablauf nochmal. Ich hoffe mal, die Sachen sind jetzt nicht verloren. So, Wasserdruck, weil das Bastardschwert wäre auch was, was uns halt selber was bringen würde. Alter, verzieh dich doch mal von dem Ding. La, 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 la. Endlich, komm, hau ab. So ist das fein. Sieht gut aus. Ich glaube, ich habe mein erstes Bastardschwert. Das heißt, ich glaube, ich habe ziemlich sicher mein erstes Bastardschwert geschmiedet. Na, schade, können wir noch nicht tragen. Aber immerhin haben wir jetzt eins da. Für später. So, dann haben wir da nochmal die letzte rein. Das wird dir dann ein normales Schwert geben. So, in den Wassertrog damit. Und dann nochmal schleifen. Schauen wir mal, aber ich glaube nicht, dass das besser ist als das, was wir gerade haben. Gute Arbeit. Natürlich. Ist tatsächlich besser. Cool. So, und den zwei Händer können wir jetzt noch machen. Also kann man es doch so nach und nach abfrühstücken. Das ist gut, das wusste ich nämlich jetzt nicht mehr. Gut zu wissen. Das sieht gut aus. Der dürfte natürlich jetzt ordentlich Schaden machen, ja. Oh, geht sogar. Da wir jetzt aber auch erst keine Lernpunkte mehr haben. Hallo Huhn. Würde ich fast mal sagen,
Wir gehen nochmal zurück zur Hafenstadt. Jetzt mal im Dunkeln ausnahmsweise. Oder was haben wir denn überhaupt noch zu tun? Ich glaube, bestimmt in der Hafenstadt hatten wir eh nur so Sachen. Die Söhne, Fleisch abkochen, ja. Konrad abkassieren. Ach so, ja, gut. Das, mittlerweile ist ja genug Zeit vergangen, denke ich mal. Und die Sache mit den Gnomen. Dass wir mit dem Konrad noch mal reden können. Waren jetzt eine Weile weg. Die sind immer noch fleißig am Kisten schleppen. Naja. Ab nach unten. Hast du irgendwas Neues? Du weißt, was du zu tun hast. Nope. Wie gesagt, ich glaube, hier zur, wie hieß es, Sarah runterzugehen, lohnt sich einfach auch nicht. Ich glaube, die wird einfach den Rest des Spiels da oben, da unten sitzen bleiben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Von daher können wir das eigentlich auch mal lassen. Und ja, hier zur Festung ist es ja zum Glück nicht zu weit, oder nicht allzu weit. Dann sollte das wohl einigermaßen hinhauen. Nicht Festung, meine ich hier. Hafenstadt. Festung kommt später. Hallo, ihr Möttchen. Wie viel brauchen wir eigentlich noch für einen Aufstieg? Wo steht das jetzt nochmal? Stärke, Stufe 11, da oben. Oh, gar nicht mehr so viel. 900 Erfahrung nur noch. Das ist gut. Aber gut, wie gesagt, wir haben ja auch eine ganze Menge Geschnetzelt da unten. Ist das Viech immer noch da? Kriegen wir das denn mittlerweile mal platt? Gerade gucken. Oh, wie es schläft. Ja, immer noch eine ganze Menge Schaden. Also es frisst eine ganze Menge Schaden. Allerdings haben wir es gerade so ein bisschen gestaggert, dass es nicht so wirklich durchkommt. Aber jetzt schon. Aber es macht nicht mehr so viel Schaden wie vorher. Ist halt schon mal sehr viel wert. Gut, dann werde ich jetzt gleich platt. Nett. So, und da haben wir jetzt Grünblatt und ja, da können wir halt über Pflanzen rausholen aus dem Viech. Hat auch so seine Vorteile. Ja, ich gerade überlege, wie wir jetzt reingehen, aber wir gehen wieder den geheimen Weg. Ich denke, das ist hier das Sinnvollere. Wen haben wir denn da unten noch? Immer gut, wie gesagt, die Gegner da. Lass ich dann mal gerade. Also, wie gesagt, noch sind sie ja nicht feindlich. Noch haben wir sie nicht angegriffen. Hallo, ich gehe nur mal kurz hier ganz unauffällig vorbei. Lasst euch nicht stören. Nehmt diese Heilpflanze mit. Und diesen Pilz. Und diese Heilpflanze. Und dann hüpfe ich mal hier runter. Hey! Gut, die sind los. Patty. Na? Läuft. Dann gehen wir mal Konrad abkassieren. Ich glaube, dann haben wir wirklich auch fast alles gemacht.
wie gesagt, die Sache mit dem Fleischer ist ja, dann, ich glaube, dann hauen wir den einfach nochmal um, dass die zumindest mal abgeschlossen, also abgebrochen ist. Ich denke, dann haben wir das wenigstens schon mal erledigt. So, dann gehen wir mal hoch. Ah ne, das war ja der Schmied. Ich brauche Hammer und Zange. Ah. Hier könnten wir halt noch was schmieden, aber wir könnten unsere Sachen verkaufen. Was ist denn damit? Hm? Warte mal, hallo. Komm. Benimm dich hier. Na. Zeig mal, was du hast. Benehme mich, nehme ich dir was verkaufe. Ja, und zwar hier unseren Zweihänder. Und jetzt den Schädelspalter. Und das war's. Fürs Erste. Das Mana, das Amulett hier könnte man auch noch... Ah, komm. Im Moment brauchen wir es ja nicht so dringend. Hm, Moment, ich kaufe mir gerade noch hier so eine Zange. Und dann können wir auch mal gucken, ob wir ein bisschen was Goldschmiediges erledigen können. Was suchst du hier? Dein Mann. Was suchst du? Die Goldschmiede. So, jetzt können wir nämlich hier auch Sachen schmieden. Ring der Stärke. Also, wie gesagt, ich denke, ich werde die verkaufen. Aus dem Grund, weil die ja nicht permanent was geben. Oder ich finde da jetzt irgendeinen, der jetzt was gerade sehr Praktisches für uns. Fertig. Ja. Dann haben wir noch ein Amulett raus. So kommen wir dann auch relativ schnell an Geld. Wenn wir mal irgendwann wieder welches benötigen bräuchten. Na gut, wie gesagt, die neuen Rüstungen sind halt nicht so ohne. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, wir können maximal noch zwei kriegen jetzt hier von den Banditen, oder? Mal schauen. Ja, ich glaube, die Kämpferrüstung kommt dann noch und dann kriegen wir noch irgendeine, die letzte Rüstung danach. Keine Ahnung. Gute Arbeit. Wie gesagt, zumindest habe ich das. Ach, genau, jetzt haben wir keine Goldbrocken mehr. Nein. Was suchst du hier? So, dann verzieh dich. Ich möchte eigentlich zum Nachbarn. Und ja, mit dem mal ein ernstes Wörtchen reden. Marcello. Ha, was? Du? Hallo Konrad. Wie läuft das Geschäft? Du wagst es, dich hier blicken zu lassen? Ich weiß genau, dass du dahinter steckst. Du und dieser Wiesel. Wovon redest du? Meine Bertha. Du hast meine Kuh umgebracht. Nicht doch. Du solltest dich nicht aufregen. Schlimme Dinge passieren nun mal. Du verdammter Mistkerl! Verschwinde! Natürlich kann ich jetzt gehen, aber wer garantiert dir, dass nicht noch Schlimmeres passiert? Warte, na gut. Du hast mich. Ich gebe auf. Bist du vernünftig? Hier ist ein großer Sack Gold. Da ist mehr als genug drin. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Dankeschön. So, dann können wir jetzt Wiesel nochmal Bescheid sagen. Dann haben wir die beiden ja zumindest schon mal abkassiert. Gut. Doch noch einen Auftrag hier hingekriegt. Hi. Konrad hat bezahlt. Na also, hat der Geizkragen erkannt, was gut für ihn ist? Jetzt ist er zahm. Er steht auf unserer Seite. Und wenn wir ihn nochmal brauchen, werden wir ihn melken, genau wie eine seiner Kühe. Aber wenn er uns braucht, werden wir auch für ihn da sein. Wenn er mal Ärger hat, werden wir uns um ihn kümmern. Vergiss das nicht. Alles klar. Ganze 50 Erfahrung, aber na gut. Hat's ja auch ein bisschen gestreckt hier, die Mission. Dann dürften wir hier in der Hafner, glaube ich, jetzt erstmal nichts mehr. Das haben wir eigentlich gemacht.
glaube, dann sollten wir doch langsamer zur Vulkanfestung. Das ist ja die da oben, genau. Hm, da haben wir noch ein bisschen was vor uns an Weg. Lehrer. Ach, okay, das stimmt. Taschendiebstahl, gut, da haben wir im Moment gerade nicht genug. Vielleicht können wir draußen noch ein bisschen was zerlegen. Hatte ich ja ganz vergessen, dass man das auch hier nachschauen kann. Edgar? Ich brauche ein stumpfes Schwert. Irgendwie müssen wir ja noch die Petty-Sache weiterbringen. Unbewaffnet kriegt mich da keiner hin. Ah, da ist Mo also abends. Was ist los? Ah, genau, ich wollte die Dings noch fertig machen, die Mission. Das traut sich keiner mehr. Bei dem Wetter da draußen. Den wir jetzt mal noch. Die umgehauen haben wir ihn, glaube ich, ja sogar schon. Woher kam das? Ja, hi. Wie sieht es jetzt? Tja, ich sag. So, wie gesagt, haben wir das zumindest schon mal jetzt abgeschlossen. Ist leider nicht mehr. Also ist, glaube ich, die einzige Quest, die jetzt hier so ein bisschen verpackt ist. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Tja, jetzt ab zur Vulkanfestung. Ich glaube, oder? Ich überlege gerade, legen wir uns nochmal pennen oder nicht? Steht hier irgendwo, wie viel Uhr es ist? Ich glaube nicht. Ah, komm, dann rennen wir noch ein bisschen durchs Dunkel. Sollte ja auch einigermaßen passen. Du noch was? Lass uns handeln. Ich glaube, der hat ja auch. Wir nehmen die Dietrich immer mit. Was ist das? Lebensenergie. Möchtest du vielleicht unsere. Stärke plus 15 ist natürlich auch nicht schlecht. Unsere geschmiedeten Dingermarke nehmen. Bitteschön. Ach fuck, das war jetzt. Nee, warte, das tauschen wir aus. Kriegst du in Stärke plus 3 und wir nehmen die Stärke plus 5. So, und dann rüsten wir uns gerade noch mal neu aus. So, nehme ich einmal das. Und einmal den Ring der Stärke. Also bin nämlich jetzt auch gerade stark genug, um das... Was ist das? Ich dachte, das wäre ein Einhänderschwert. Oder brauchen wir da noch irgendein Skill, dass wir das einhändig führen können? Ah, gut, zumindest haben wir jetzt mehr Stärke und machen dadurch auch deutlich mehr Schaden. Dann können wir jetzt noch gemütlich durch die Gegend laufen, denke ich mal. Ich schau mal gerade nach. Wir haben hier noch die Schriftstücke. Die lesen wir mal. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Verdächtig. Ja, genau. Wir haben nur diese Rezeptur, deswegen können wir die noch nicht, also die anderen Trinken noch nicht machen.
Mhm. Ich glaube, sonst hatten wir ja nichts Interessantes. Na komm, den können wir mal noch trinken. Etwas mehr Lebensenergie. Und das war's dann mal soweit. Halt die Ohren steif. Oh ja. So, meine Lieben, es geht auf zur Hafenstadt. Da ist es noch ruhig. Wahrscheinlich möchte sich ja eh niemand mehr mit uns anlegen. Ich überlege gerade, es war einfach da hoch. Und dann da an dem nächsten Bauernhof vorbei. Hüpf. Darüber, oder? Ja. Erstmal wieder orientieren. Vor allem in der Dunkelheit nicht so einfach. Ja, können sie auf den Baumstumpf setzen. Moment mal. Da haben wir da jetzt schon Undua nicht. Ich glaube, das letzte Mal war das ja ein bisschen zu hart für uns. Ich schau gerade noch mal. Haben wir ein Telekinese-Ding dabei? Stimmt, das war ja auch noch. Haben wir noch so ein Kristall? Pizza zählen. Heilung? Nee. Leider nicht. Dann werden wir hier wohl noch mal später hin müssen. Hüpf. Noch eine Reiselust. Die Grabmütter können wir noch plündern. Theoretisch hätten wir da jetzt doch eigentlich die Flügel auch. Oder fehlt uns da noch irgendwas? Nö. Nun gut, Minze. Das hat er sich selber zuzuschreiben. Wem kann man denn überhaupt? Ja, ja. Dann meckert ihr mal schön. Überlegen wir uns hier gerade irgendwo pennen. Wird ja keiner Stress machen, denke ich. Huhn. Vielleicht das Huhn. Auf die Bank wollte ich mich eigentlich nicht setzen. So, lang genug ausgeruht. Echte Helden ruhen nicht. Ist da vielleicht irgendwas hin, wo wir es hinlegen können? Nö. Raus! Ruhe, Schatztruhe. Geh lieber woanders hin. Können wir da denn irgendwie rein? So hinten rum oder so?
Gibt es da noch einen weiteren Eingang? Wir können zumindest mal hoch. Bringt aber nichts, so wie ich das hier einschätze. Hui. Hier hinten ist kein Eingang. Ich glaube, wir haben gerade Glück. Was haben wir hier? Nichts. Waren wir etwa schon drin? Stimmt, die waren wir ja drin, haben die platt gehauen oder sind weggelaufen. Ich erinnere mich. Zumindest habe ich so ein Gedächtnis. Na gut, wenn hier kein Schlafplatz ist, dann ziehen wir doch weiter. Ja, bitte. Naja. Ah, das war das Nervige an Wölfen, die sind schnell. Ja, dafür fallen die normalen jetzt nach zwei Schlägen einfach um. Dann komm noch mal her. Oh, noch einer. Kommst denn du her? Möchtest du vielleicht deine Kameraden begleiten? Ja. Na komm, greif an. Danke. Nicht so viel angreifen. Einmal reicht. Dann bist du weg. So, wir hauen uns nochmal einen Heiltrank rein. Springen da vielleicht nicht runter. Sieht aber auch schön aus mit dem Mond da oben. Beeren. Heilkraut. Und sonst noch irgendwelche Viecher. Wir schauen doch mal, was da oben so ist. Aha. Ein Wölfchen. Dankeschön. Du auch noch? Ah, komm. Ah, ist ja gut. Ist ja gut. Ganz ruhig. Langsam mit den jungen Pferden. Beziehungsweise. Ein Grab. So enden wir alle. Den runden jungen Stachelratten. Ah, ich kann wieder was plündern. Schön. Grog. Auch gar nicht mal so schlecht, der Grog. Ruhe in Frieden. Und noch eine Truhe. Alles klar. So, ein Heiltrank, Pfeil und noch ein bisschen Gold. Nehme ich gerne mit. Genug Friedhof geplündert. Oder zum nächsten? Nee, hier gehen, oder? Da wären halt noch Motten. Nee, ich glaube, wir gehen mal den direkten Weg hier weiter. Dass wir noch an der Festung ankommen. Dankeschön, meine liebe Stachelratte. Oh, ein Geier.
Ja, das geht doch jetzt deutlich besser mit der neuen Stärke und dem Schwertchen.